Tja, einen wunderschönen guten Morgen. Meine Herren, das war eine stürmische Nacht und unser Wetterhahn tanzt hier Samba auf dem Dach. Ich fahre jetzt mal über die Reitanlage und schaue einfach, was passiert ist bei dem Sturm. Fahren deshalb, weil das sehr weitläufig ist und wenn irgendwas ist, ich habe immer Werkzeug hinten im Auto und wir haben hier auch noch alte Pappeln stehen, das heißt die Reitanlage wird wahrscheinlich heute geschlossen werden, damit wir der Verkehrssicherheit hier Genüge tragen, nichts passieren kann, keiner einen Ast auf den Kopf kriegt. Die Pappeln haben wir allerdings vor 2 Jahren richtig gekappt, schon halbiert und die ganzen Äste rausgemacht. Das müssen wir regelmäßig so alle 8 Jahre machen. Die sind schon uralt und bei Pappeln soll es ja eigentlich so sein, dass die nicht so alt werden. Die sind damals, glaube ich, extra gepflanzt worden, aber hätte sich niemals gelohnt, nachdem die Pappeln so weit sind oder so weit waren. Und bei so alten Höfen ist immer das Problem, Ziegeln fliegen. Also wir haben hier alte Hohlpfannen zum Teil. Je nachdem, was für ein Sturm ist, dann haben wir immer Probleme mit den Dächern. Ja, Internet war gerade auch wieder weg. Und ich fahre jetzt mal mit euch über die Reitanlage. Überall ist das Licht an. Das läuft hier über Bewegungsmelder. Hier ist genug Bewegung überall. Dementsprechend ja wahrscheinlich die ganze Nacht an gewesen. In der Reithalle ist das Dach noch drauf, das freut mich. Hinten die neue Verglasung ist auch noch dran. Hier ist diese Pappelreihe, von der ich spreche. Wenn wir die nicht gekappt hätten, dann wäre jetzt hier der ganze Weg voll mit Ästen und wahrscheinlich auch mit Bäumen, die dem Luftwiderstand nicht standgehalten hätten. Hier sieht alles gut aus. Pferde sind ruhig. Ja, liegen ein paar Äste auf dem Weg. Das ist alles nichts Schlimmes. Also bei uns, Sturmmeldung, würde ich mal sagen, hier hätte es jetzt auch schon schlimmer aussehen können, weil hier sind viele Äste wieder nachgewachsen. Aber hier ist alles okay. Bei uns im Westen, würde ich mal sagen. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist auch alles gut. Pferde sind immer ganz entspannt. Die stehen jetzt hier alle im Unterstand. Also, bei uns sieht es nicht schlimm aus. Ich glaube nicht, dass irgendwo was passiert ist jetzt bei uns. Es soll aber jetzt am Freitag noch mal schlimmer werden. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles in Ordnung. Wilhelm hat ganz tolle Bilder eben geschickt. Ein Regenbogen in der Nacht vom Mondlicht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Entschuldigung. Ja, hier sieht es gut aus. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Natürlich mit der Hoffnung, dass bei euch alles in Ordnung ist. Dass die Schulen geschlossen sind, finde ich, ist eine gute Maßnahme. Man sollte immer null Risiko eingehen, wenn eine Katastrophe oder eine extreme Wetterlage gemeldet ist. Das ist meine persönliche Meinung. Und hier ist der alte Pappelbestand. Ein paar kleine Ästchen sind runtergefallen, aber nichts Schlimmes. Ich fahre jetzt noch auf die andere Seite und hoffe, dass auf den anderen Betrieben auch alles in Ordnung ist. Aber das ist für mich immer schon ein ganz guter Zeiger hier bei uns. Ich kenne die Ecken, die betroffen werden. Hier ist ein Pfahl umgekippt. Naja, nichts Wildes. Macht's gut. Ich bin heute auch wieder im Ahrtal. Um 10 Uhr habe ich einen ganz interessanten Termin. Und ich werde auch die ganze Zeit begleitet von einer Kamera, weil über mich eine Langzeitreportage gemacht werden muss. Auslöser, den wisst ihr. Es gibt eben viele Leute auch aus dem Fernsehen oder aus den Medien, aus der Medienwelt, die auch im Ahrtal geholfen haben oder die Frau von einem, der hoch angesiedelt ist und.
Ich habe so viel Anrufe gekriegt in letzter Zeit und von Menschen, die wirklich, also ich wollte das Thema ja gar nicht mehr anschneiden, weil es eigentlich für mich vorbei ist, aber die einfach sagen, boah, so eine Unverschämtheit, wir wissen ganz genau, was passiert ist. Wir waren mit dabei, wir waren mit auf dem Anhänger und wir wissen, warum wir da hingekommen sind, wegen deiner Aufrufe und. Und ja, ich kann nur sagen, das ist echt super lieb von euch, auch diese ganzen Nachrichten, die ich im Moment erhalte und vor allem von den Menschen, die ja die Möglichkeit haben, daraus dann was anderes zu machen, und da könnt ihr echt gespannt sein. Wie gesagt, hinter mir hängt meistens ein Kameramann und das ist im Moment ja ganz interessant, weil die einfach mal wissen wollen, wer ist Markus Wipperfürth, was macht Markus Wipperfürth den ganzen Tag. Warum kann Markus Wipperfürth 7 Monate im Ahrtal verbringen? Hier ist ein Apfelbaum zusammengekracht durch den Sturm. Ja, aber der hatte wahrscheinlich vorher schon ein Problem. Genau, und das ist so das, was jetzt auch so ein bisschen parallel läuft. Wer ist eigentlich Markus Wipperfürth? Morgen wollte auch ein Filmteam hier auf den Hof kommen. Den habe ich allerdings abgesagt. Der Termin ist auf nächste Woche verlegt, weil das einfach, wenn die Reitanlage gesperrt ist wegen Sturm, dann ist die für alle gesperrt von außerhalb. Ich mache mal kurz hier das Fenster runter, damit ihr ein bisschen mitkriegt vom Wind. Also mit dem Mond. Also, es ist auf jeden Fall windig. Die Obstbäume, ein Obstbaum hat es erwischt, aber es ist alles noch im Rahmen. Jetzt sind wir hier in der Offenstall-Siedlung. Hier ist auch alles okay. Ja, also, ich sag mal, bis nachher ab ja, 9, 10 Uhr bin ich im Ahrtal und werde von da aus mit Sicherheit auch nochmal berichten. Wahrscheinlich aus dem Auto, sonst könnt ihr nichts verstehen. In dem Sinne, macht's gut und passt auf euch auf. Geht kein Risiko ein. Wir sagen unseren Leuten immer bei Sturm, nicht in den Wald gehen zum Ausreiten, da die Reitanlage eh gesperrt sein wird. Gehe ich von aus. Entscheiden wir nachher noch zusammen. Fällt das eh flach. Macht's gut. Ciao. Ja, ich glaube, es braucht nicht viel Fantasie, um zu sehen, wo ich gerade bin. Baustoffzelt Kaiser, und ich werde heute auch wieder begleitet von einem Kameramann, der macht oder eine Dokumentation, glaube ich, ne, irgendein Röcken. Und ja, wir sind jetzt einfach mal hier hochgefahren von Walpertsheim, um mal zu gucken, den Stand der Dinge. Also mir war im Prinzip auch wichtig, mal zu sehen, wie die Zelte den Sturm aushalten und die Maschinen, die wir hier oben stehen haben, was damit los ist, und ja, einfach mal einen Überblick zu schaffen. Und du erklärst jetzt hier das Baustoffzelt nochmal. Ich nehme die Zeit, um euch das mal zu zeigen. Also hier rechts seht ihr die Kleiderabteilung, wo die Betroffenen ja, Arbeitskleidung kriegen, damit ihre Privatkleidung nicht dreckig werden. Arbeitshandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Schuhen haben wir hier drin. Wird alles, haben wir jetzt neue Spenden gekriegt von der Feuerwehr. Tolle wettergeschützte Sachen. Ja. Ilse, die ist jetzt gerade weggemacht, das Ganze. Also hier ist die Ilse für zuständig, die Ilse, für genau. Die Klamottenabteilung. Die kleine, unsere kleine Fee, wenn wir die nicht hätten. Die sorgt auch immer für Frühstück. Also irgendwas stimmt mit meinem Facebook nicht. Die Zuschauerzahl ist bei 33 eingefroren. Ja, das dauert noch. Hier ist dann die Schraubenabteilung, Desinfektionsmittel. Kann man sich hier abfüllen einfach. Wird von uns abgefüllt für die Betroffenen. Ja. Und ist irgendwas hier an Material, was ihr brauchen könnt, was man jetzt mit Spenden... Weißware, Sackware, Elektro, das zusammen. Also das geht hier am besten sozusagen? Das ist Mangelware aktuell. Diese Sackabteilung ist leer. Weißware ist leer. Elektro ist leer. Frau trinkt Kabel. Aber da kenne ich mich nicht gut aus, das auch keiner, der das sagen kann. Also das übliche Feuchtraumkabel wahrscheinlich, ne? Genau. Auf der Facebook-Seite von Baustoffzelt Kaiser, da ist die aktuelle Liste, was wir momentan an Bedarf
rauchen. Okay. Da guckt. Da sieht man das eigentlich am meisten. Also, und dann geht's hier weiter. Schraubenabteilung? Schrauben, Nägel in verschiedenen Größen, alles beschriftet, wie man sieht. Schrauben. Da sieht nur Edelstahl 10, aus. M10 bis 12. Wir wollen einfach nur rausziehen. Mit Bolzen, das ist jetzt, dass nichts rausfällt. Also jetzt gucken 1070 Leute zu und bei mir steht 33. Ist ganz lustig. Also sind immer Helfer, die davon Ahnung haben. Ja. Die haben sich echt tagelang Zeit genommen, aussortiert, gemessen, dann halt nach Größen, dass jeder weiß, wenn er weiß, was er braucht, sieht er, okay, zack, rum. Dübel. Dübel in verschiedenen Größen, dicken, Stärken. Und hier auch aber Dübel mit Schrauben direkt. Nicht, ne? So der große Fachmann. Muss ich ehrlich gestehen. Schlagdübel sehe ich, hier ist alles Mögliche dabei. Ne? Du wirst bestimmt einiges kennen. Ja. Ja. Ist jetzt nicht so. Bisschen Werkzeug. Werkzeuge, wo die auch die Betroffenen geschenkt kriegen. Diese Schütten bitte nicht mitnehmen. Das ist ein paar Mal passiert, aber ah ja. Gott, passiert halt. Sagen wir das ganz lieb, bitte wieder zurückstellen. Wird umgefüllt. Also kann man jetzt auch anliefern, obwohl zu ist oder so mal warten? Wir versuchen alles, was geht, bis Samstag zu stoppen. Ja. Weil die Gefahr ist halt, wenn wir das Tor aufhaben, der Zelte, wie heißt der, der das Zelt gespendet hat, hat gesagt, Tor zu bei dem starken Wind. Weil wenn da eine Böe reingeht, dann ist es kaputt. Ja, genau. Das war, glaube ich, das war unten das Problem auf dem Zelt, das wahrscheinlich nicht das zugemacht wurde. Ja nicht. Naja. Wir waren hier oben. Die Farbe ist gestern gerade reingekommen, Niedenlage neu. Wow. Wer war der Spender? Da müsste ich jetzt im Büro fragen. Das weiß ich leider jetzt nicht. Also Farbe ist da, wer Farbe holen Gelb möchte. Auch, Aubergine und Gelb. Hammer. Verrückt. Tapeten sind vorgestern gekommen. Da gibt es ein riesen Video auf Facebook zu sehen von uns. Da haben wir 4 Paletten gekriegt von denen. Wo kommen die Leute alle her, die das spenden? Sind das Firmen oder sind das Hersteller? Deutschlandweit. Deutschlandweit. Und die Firma, die die Tapeten jetzt gespendet hat, das ist auch ein großer Knaller, die sind selbst betroffen, haben einen Schaden von 11 Millionen und haben uns trotzdem was gespendet. Verrückt. Aber du weißt, Kaiser weiß das mehr. Er hat sich mit dem lange unterhalten. Und die wollen doch mal kommen. Komm wieder. Malerbetrieb hat jetzt gesundheitlich aufgehört, hat uns auch was gespendet. Wir haben komplett alles hierher gebracht, weil er gesagt hat, die soll es kriegen. Ja. Er hat uns verteilt an Gelsdorf gebracht und Erbstadt oder was gebracht. Tja, das ist schon eine tolle Geschichte mit dem Baustoffzelt. Wie viel habt ihr bis jetzt umgesetzt? Weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Ja, ich hätte eine Zahl gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es jetzt 4 Millionen oder 5 Millionen waren. Der hat doch so eher hier ist geschlossen. Das ist der Werkzeugverleih, das heißt, die Betroffenen, wenn die eine Bohrmaschine brauchen, Stichsäge, Akkubohrer, egal was sie brauchen, das können die sich hier ausleihen für 4 Wochen. Wenn die jetzt merken, oh scheiße, die 4 Wochen sind rum, ich brauche den Akkuschrauber noch oder die Maschine, rufen die uns an oder wir rufen vorher schon an, wir haben da immer eine Liste. Und dann können die das nochmal verlängern. Das ist also gar kein Problem, da irgendwas zu haben. Das kriegen die einfach. Ja. Völlig kostenlos. Wir schreiben nur die Adresse auf, das ist ja klar, damit wir wissen, wo ist die Maschine. Ja. Wenn dann die 4 Wochen rum sind, dann rufen wir dort an, sagen du, Herr, Frau XY, Sie haben die und die Maschine, brauchen Sie die noch? Weil viele vergessen, klar, vergessen das durch den Schock immer noch und durch die Angst. Ist ein paar Mal vorgefallen, haben sie tausendmal entschuldigt, aber sind nur Menschen, war die Maschine am nächsten Tag da. Mhm. Das passiert halt, das ist menschlich. Ja, ja, alles gut. Heizpilze. Verleiht ihr die auch oder sind die für euch selber? Die sind zum Schenken. Die dürfen die Leute kriegen, die geschenkt. Hier drin ist der Elektrobereich, den können wir jetzt nicht reingehen, weil das zugeschlossen. Ja. Dass da nichts passiert. Da sind also immer die Elektriker da, die auch vor Ort was reparieren können, mal schnell oder viel erklären. Einmal hier. Das heißt, ihr habt ja auch eine richtige Fachberatung sozusagen. Ja, ne? Ja, es sind immer welche da, die da wahnsinnig viel Ahnung haben. Hier ist, das ist noch aus der Schlammschipp-Zeit. Genau.
ziemlich verschlissen alles. Aber da werden doch viel nachgefragt, ob man noch sowas hat. Und dann gehen wir das natürlich raus. Wenn wir noch irgendwas machen wollen, geht das raus. Ja. Schneeschieber haben wir jetzt gekriegt, weil viele gedacht haben, hier kommt großer Winter. Gott sei Dank nicht. Ne? Das wäre das Schlimmste, was hätte passieren können. Ein strenger Winter. In allen Größenvariationen. Das Magazin, wo andere Sachen drin sind. Schwimm mal rein. Kannst du kurz reingucken. So. Ja, Schutz und Masken und PU-Schaum, dass das halt einfach nicht in riesen Mengen rausgeht, sondern Stück für Stück. Ja. Also gerecht aufgeteilt, genau. Sozusagen. Ja. Also du kennst ja die Zahlen eher, wie viele Häuser da betroffen sind. Hier ist normalerweise eine Sackware, da steht das aktuell Parkposition unser LKW, weil der repariert worden ist. Hier musst du eigentlich die Säcke vorstellen. Also hier Sackware fehlt auf jeden Fall, ne? Massenhaft. Ja, Aufruf. Hier muss Sackware hin. Wer spenden möchte, kann genau. Sackware kaufen und hier hinschicken. Was wir am meisten brauchen, hier ist nochmal das Holzrigips und alles. Aber da wir den Sturm haben, haben wir die HT-Rohre da reingestellt, damit die nicht... Die würden fliegen gehen. Genau. Nachdem, ne? Sascha, Sackware, er macht gerade einen Aufruf. Was können wir am meisten gebrauchen? Du bist doch der Mann vom Fach. Zementputz. Kalkzementputz. Kalkzementputz. Ich komme mal zu dir. Also, was brauchst du an Sackware? Was wir richtig dringend brauchen, ist Kalkzementputz, Zementputz, Maurermörtel, Putz- und Maurermörtel, Spachtelmasse, Rehgips, Fliesenkleber, USB-Platten, Dachpappe. Das wäre. Und, wie nennt man das? Bitumen. Bitumen? Ja. Zum Abdichten. Ja. Zum Abdichten der Außenwände. Okay. Das wäre ganz dringend. Vielleicht klappt es ja. Ne? Schauen wir mal. Wie viele Leute gucken jetzt zu? Ich habe keinen Überblick, weil bei mir stimmt die Zahl nicht. Ja. Wir haben auch die Badabteilung. Da gibt es Badewannen, Toiletten, BDs, WCs, Urinale. Alles gibt es hier. Wir haben auch ab und zu mal Whirlpool, wie man hier sieht, mit den dazugehörigen Schrank und Spiegel. Also 1300 potenzielle Spender gucken gerade zu. Und das Video wird meistens so zwischen 150.000 und 250.000 Mal dann gesehen. Ne? Okay. Also das ist dann eben das Prinzip, das ich eben probiere zu vermitteln. Ne? Ich bin eigentlich nur derjenige, der zeigt, was gerade nötig ist. Ne? Ja. Frag doch mal, wie sie bezahlt werden. Bitte? Frag doch mal, wie die Leute bezahlt werden hier. Ja, wie wirst du bezahlt? Gar nicht. Ehrenamtlich. Mach das so, freiwillig. Ja. Einfach so. Aber wie finanzierst du dein Leben dann? Ich brauche nicht viel Geld. Das Danke reicht mir. Du bist ein Verrückter, bist du. Ich weiß. Du doch genauso. Hier sind ganz viele Verrückte. Das ist echt. Naja. Ich denke, dass ich gerade schon hier unten bin. Bitte was? Der Aufsatz hat ganz unten im Ahrtal. Damals habe ich über dich geschimpft innerlich, muss ich zugeben. Echt? Warum? Ja. Ich dachte, was ist das für ein Mensch mit dem Handy? Das ist ja wie so ein Tourist wird sein. Ja, dann später habe ich schon herausgekriegt. Werde. Echt? Du dachtest, ich wäre ein Tourist, oder? Ja, ja. Paparazzi. Wo haben wir uns, oder wo hast du mich das erste Mal wahrgenommen? Da war ich im Traktor drauf. Wo waren wir das? Maischoss, glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr. Aber in Maischoss war ich aber selten. Aber irgendwo habe ich dich mit Weißung gar nicht mehr wo. Ja. Doch, war trotzdem, irgendwo habe ich dich gesehen, dass das war einer, der da mit dem Weg steht. So. Ja, man muss das verstehen, warum ich es mache. Ne? Ja, also hinterher habe ich gedacht, okay, vielleicht hast du mir falsch eingeschätzt. Guck doch einfach mal dann. Ups! Ja. Ja, jeder macht das, was er kann. Ne? Ja, klar. Ja. Ja gut, hier steht auch noch Farbe, sehe ich gerade. Ja, ne? Die kommt jetzt hinter den Sperrbereich, weil von der haben wir jetzt ganz viel, dass es halt einen Platzmangel hat. Ja. Und dann, wenn die leer ist, kommt die raus. Ja gut, also dann haben wir alles. Weißware wird benötigt. Ja, Weißware kannst du mal gleich reinfilmen. Sollen wir reinfilmen? Fängst du an zu weinen. Ne? Das hat am wichtigsten. Waschmaschine, Kondenstrockner, Mikrowelle brauchen die Leute, Rührgeräte, Spülmaschine, alles leer. Aber das geht ja dann sehr gut bei euch. Das, ne? Geht sehr gut. Am Sonntag, wo wir eröffnet hatten, war ich randvoll. Ich konnte nach anderthalb Stunden zufließen. Leer.
Weil ich hatte irgendein Video gesehen, da hast du da Zeug ohne Ende drin stehen. Ja, das war nach anderthalb Stunden weg. Das ist die Ilse mit dem Kleiderkammer. Ja. Du bist jetzt live. Ah, gut. Ich wollte nur sagen, gestern ist ein Paket angekommen und da ist eine große Kerze drin. Und die Frau hat auch einen Brief dazu geschrieben, dass das für dich und du solltest das in die St. Josefskirche in Waldpforzheim hinstellen. Also, oh, da gucken wir mal rein direkt. Ja, der Brief ist auch dabei. Brief ist auch dabei, da unten steht dann das. Im Gedanken an die Flutopfer und als Licht der Hoffnung, leider weiß ich nicht, wie ich Markus persönlich darum bitten kann. Also, es ist angekommen. Ich werde die Kerze unten in Waldpforzheim in der Kapelle. Keine Angst, wir packen sie wieder ein, dass ihr das mal da draußen sehen könnt. Das ist eine große, dicke Kerze. Also, ihr braucht keine Angst zu haben, wir packen die wieder ein, dass ihr das mal seht. Ich muss mir das mal genau durchlesen. Die, die traue ich mich ja gar nicht anzuzünden. Die ist ja ein Kunstwerk. Ja. Packt sie lieber wieder ein, nicht das. Aber das ganze Paket soll schon mitnehmen. Und lauter Kreuze drin, Andachtsketten, Rosenkränze. Ja. Und alles für die Kapelle. Alles für die Kapelle. Alles für die Kapelle. Ja. Da sieht man einen Rosenkranz. Okay. Ich würde das Paket aber hier stehen lassen. Ja. Weil ich habe nachher mein Auto wahrscheinlich noch voll und dann. Also den Brief machen wir gerade wieder so rein, ne? Ja. Ich komme dann direkt wieder hier vorbei, wenn ich oben bin, ja? Okay. Gut. Oh, da kommt der Chef. Hi, Mark. Hi. Ja, ich glaube, ich bin dann auch durch. Und. Beende das Video hiermit und ihr wisst Bescheid, Spenden werden auf jeden Fall noch benötigt. Sackware und Weißware auf jeden Fall. Macht's gut, wir hören und sehen uns später. Bis dann. Tschüss. Fehler sind drin, aber der Sinn des Liedes steht für das, was jetzt kommt und wir warten alle ganz gespannt. Die ersten Vögelchen sind schon da und wir freuen uns riesig drauf. Wir gehen nämlich jetzt raus, ne Paula? Bis dann, tschüss! Das ist aus. Nicht? Ah, so, wir probieren jetzt mit Paul noch mal eine Runde hier zu laufen. Paul! Komm her! Komm her! Kss, kss, kss. Hier! Komm her! Und lauf! Kss, kss, kss. Naja, klappt bedingt. Also hier ist gerade so dermaßen still. Wir haben überhaupt gar keinen Wind. Hier bewegt sich kein Ast. Windstille. Ist das die Ruhe vom Sturm? Wie sieht's bei euch aus? Ich habe gerade Bilder aus Polen gesehen. Da ist wohl ein Tornado durchgezogen. Aber hier bei uns ist absolut still. Ich brauche noch nicht mal einen Puschel fürs Mikrofon. Und die Luft ist warm. Also wir haben, glaube ich, im zweistelligen Plusbereich. Eigentlich schön. Ist so ein bisschen frühlingshaft, würde ich mal sagen. Und bin mal gespannt, was morgen auf uns zukommt. Heute ist auf jeden Fall alles gut gegangen bei uns. Morgen soll es heftiger werden. Die Esel haben auch schon angefragt, ob sie eventuell hier bei uns dann in die Halle können. Haben wir natürlich zugesagt, wenn die Reitanlage wegen Sturm gesperrt wird, weil wir hier überall Bäume haben. Dann können die Esel natürlich in die Halle. Ja, angenehm hier. Paulchen sucht noch ein bisschen Mäuse. Und wir machen jetzt gleich Feierabend, Paula, ne? In dem Sinne, euch noch einen wunderschönen Abend, macht's gut. Und ich hoffe, dass
der Sturm überall vorbeigeht, vorüberzieht, ohne Schäden anzurichten. Okay, dann bis morgen. Tschüss. So, jetzt sind wir in der Reithalle. Paulchen kommt. Gute Nachricht, die Dumper sind aufgetaucht. Einer ist beim Paul in Dernau eingewintert. Und der andere ist wohl auch nicht weit weg. Also finde ich super, dass das so funktioniert, dass die einfach weitergegeben werden an die Leute, die sie brauchen. Dafür haben wir sie gekauft. Und dafür habt ihr sozusagen hier die Filme geguckt. Paulchen rastet gerade aus. Der hat hier 60 Meter Sprintstrecke. Dann spielt hier mit Paula. Also es funktioniert. Die Dumper sind da. Perfekt. Pompi kann die also sich abholen. Der tritt jetzt in Kontakt mit den Leuten. Und dann kann in Walpurzheim dieses Betonpodest vorne, wo der Altar stand, rausgestemmt werden. Das macht der Pompi. Ganz krass, was die Jungs leisten. Ich habe heute mit zwei Leuten gesprochen vor Ort. Habe aber auch die Nachricht bekommen, dass ab jetzt wohl der Diesel nicht mehr bezahlt wird für die ganzen Fahrzeuge, die da Müll fahren. Aber da werde ich nochmal nachhaken. Mit Thomas wollte ich da mal kurz drüber sprechen. Weil es kann nicht sein, dass der Pompi da nachher aus seiner eigenen Tasche den Kraftstoff bezahlen muss. Und ich denke, da können wir als Gemeinschaft auch wieder was Gutes bewirken und Tankgutscheine zuschicken. Also wir klären das ab, wie das ist. Also heute ist, glaube ich, der letzte Tag gewesen, wo die Jungs da tanken können. Da war noch jemand mit dem Pickup, den ich schon lange kenne. Und hoffen wir mal, dass es dann einfach weitergeht. Die fahren ihre Karren da wirklich zu Schrott, was da geleistet wird von den Autos, vor allem von den Menschen. Ist wirklich beachtlich. Hier wird gerade Wettrennen gemacht. Ja, ich wollte euch das noch sagen. Ich finde das super. Wirklich, die Maschinen haben wir einfach dahingestellt. Die kann jeder benutzen. Jeder, der sie brauchen kann. Jetzt im Frühjahr, denke ich, sind die wieder voll im Einsatz, weil die Gärten gemacht werden. Die sind noch nicht mal so einen Meter breit. Ich glaube, 60, 70 Zentimeter breit. Könnt ihr also alle benutzen für eure Gärten, für irgendwelche Einfahrten. Ihr könnt damit in den Häuser fahren. Ihr könnt damit den Schutt rausfahren. Ne? Zwei Stück davon. Pompi weiß jetzt, wo die sind. Einfach bei Pompi melden, wenn ihr die danach braucht. In dem Sinne, euch noch einen wunderschönen Abend und ja, wir gehen jetzt wieder rein. Hier die Halle zum Beispiel, die hat immer Sturmschäden gehabt, vorne an der Kunststoffverglasung. Da haben wir jetzt einen stärkeren Kunststoff eingebaut und es ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Wir haben hier Windschutznetze an der Seite und hier, ihr hört den Paul im Hintergrund, auf der anderen Seite hier ist auch eine Kunststoffverglasung, eine ganz helle Halle und ich stehe immer auf Sachen, die wirklich luftig sind, hell sind, für die Pferde ideal, immer frische Luft hier drin. Dementsprechend kann aber auch der Wind hier ein bisschen eingreifen, aber es ist gut gegangen. So, in dem Sinne, macht's gut, schönen Abend euch, mal gucken, was wir hier noch für einen Quatsch machen. Bis dann, macht's gut, ciao.